wie du eine Seelenverbindung erkennen kannst, wenn sie in dein Leben tritt. Seelenverwandte müssen nicht notwendigerweise eine romantische Verbindung miteinander eingehen. Viele Menschen kreuzen im Laufe des Lebens unseren Weg und hinterlassen ihre Spuren. Manche dieser verwandten Seelen begleiten uns unser Leben lang, manche gehen nur ein Stück des Weges mit uns mit. Meist geschieht dies genau so lange, wie wir ihre Hilfe, ihre Weisheit oder einfach nur ihren Beistand benötigen. Eine Seelenverbindung kann auch zwischen Familienmitgliedern bestehen. Großeltern beispielsweise werden sehr oft als solche ganz besonderen Menschen in Erinnerung behalten. Sie schützen und geleiten, lehren und erziehen uns, aber ohne wertend zu sein oder uns Grenzen aufzuerlegen. Es ist daher nicht übertrieben, eine Seelenverbindung kurz und einfach mit grenzenloser Liebe im umfassenden Sinne zu umschreiben. Was unterscheidet eine karmische Verbindung zu einer Seelenverbindung? Ein wichtiger Unterschied besteht zwischen den beiden Begriffen karmische Verbindung und Seelenverbindung. Dass Karma eine mächtige Sache ist, haben wohl auch die größten Skeptiker schon einmal erfahren und vielleicht sogar zähneknirschend zugeben müssen. Karmische Verbindungen treten immer dann in unser Leben, wenn es Zeit für eine Lektion ist. Sie können in Form von neuen Vorgesetzten auftauchen, Lehrern oder Respektpersonen, die uns ganz offensichtlich in die Schranken weisen oder uns auf den rechten Weg zurückführen sollen. Karma greift gerne hart durch und bedient sich notfalls der Holzhammer-Taktik. Ganz anders verhält es sich mit den Verbindungen auf seelischer Ebene. Sie agieren diskret und sanft. Eine Seelenverbindung ist eine durch und durch positive Erfahrung, so wie man sich gute Mächte im Allgemeinen vorstellt. Sie erscheinen nur eben in menschlicher Gestalt. Hier erfährst du 5 eindeutige Zeichen dafür, dass eine Seelenverbindung in dein Leben getreten ist. Nummer 1. Ein spontanes Gefühl von Verbundenheit macht sich bemerkbar. Man kann es rational einfach nicht erklären, aber dieser Mensch und du, da besteht eine eindeutige Verbindung. Du überlegst zuerst vielleicht, ob ihr euch schon einmal begegnet seid. Kann ja gut sein, die Welt ist manchmal klein. Dann jedoch merkst du immer mehr, dass ihr euch auf einer höheren Ebene versteht, die keiner Worte bedarf. Ein Gespräch kann sich trotzdem über Stunden hinziehen und wird dir niemals langweilig erscheinen. Zu keinem Zeitpunkt fühlst du dich in ihrer oder seiner Gegenwart unwohl, beobachtet oder kritisiert. Ihr teilt dieselbe Einstellung in allen wichtigen Fragen des Lebens, haltet dieselben moralischen Werte hoch und seid euch über die wirklich wichtigen Dinge menschlicher Existenz einfach einig. Nummer 2. Dieser Mensch verlangt nichts von dir, aber er gibt dir alles. Gibt es jemanden, den du immer und zu jeder Uhrzeit anrufen kannst, der sich immer deinen Kummer und Ärger geduldig anhört und dir mit Rat und Tat zur Seite steht? Im Gegenzug verlangt dieser jemand aber genau gar nichts von dir. Glückwunsch! Hier besteht eine Seelenverbindung, für die so manche Mitmenschen dich beneiden würden. Was kannst du als Gegenleistung nun aber tun? Schließlich möchte man in niemandes Schuld stehen oder das Gefühl vermitteln, andere auszunutzen. Die Antwort darauf ist ganz einfach. Sei bereit, im Fall der Fälle für sie oder ihn genauso da zu sein. Sei vor allem dankbar dafür und zeige diese Dankbarkeit auch. Du schuldest ihr oder ihm nichts, aber für selbstverständlich nehmen solltest du dieses großartige Geschenk absolut nicht. Nummer 3. Eine Seelenverbindung lässt dich aufblühen. Manche Menschen besitzen diese Gabe, das absolut Beste aus uns herauszuholen. Im Idealfall arbeiten sie beruflich als Lehrer, Erzieher, Trainer oder Coach. Von diesem Talent sollten jedenfalls möglichst viele Menschen profitieren dürfen. Dieses Phänomen ist häufig in der Schule und an Ausbildungsplätzen zu beobachten. Manchmal reicht es schon, dass jemand an dich glaubt. In der Folge kannst du endlich dein ganzes Potenzial ausschöpfen und zeigen, was in dir steckt. Aber auch Partner können diese wunderbare Wirkung auf uns haben. Wir können es dann oft selbst nicht glauben, zu welchen Höhenflügen und großartigen Leistungen wir imstande sind. Manchmal äußert sich diese Gabe aber auch nur in kleinen Dingen. Einige dieser besonderen Menschen lassen jedes Mal die Sonne aufgehen, wenn sie einen Raum betreten. Sie heben deine Stimmung praktisch sofort und alles geht dir gleich viel leichter von der Hand. Diese Wirkung ist darüber hinaus auch noch nachhaltig.
Selbst wenn wir den persönlichen Kontakt mit ihnen nicht mehr pflegen, bleibt ihre positive Wirkung auf uns für lange Zeit erhalten. Nummer 4. Ihre Spuren bleiben für immer. Das Schöne an einer Seelenverbindung: sie ist für immer. Selbst wenn die Person gestorben, umgezogen oder aus einem anderen Grund aus unserem Leben verschwunden ist, wird ihr Wirken und ihre positive Einflussnahme auf uns bestehen bleiben. Diese Menschen schaffen es, uns so nachhaltig zu beeindrucken, dass wir immer wieder an sie denken müssen, auch wenn wir sie schon lange aus den Augen verloren haben. Die Redewendung, jemandes Seele zu berühren, kommt nicht von ungefähr. Es hat manchmal fast den Anschein, als ob diese einzigartigen Wesen nur für eine bestimmte Aufgabe unseren Weg gekreuzt hätten. Ist diese erfolgreich erledigt, ziehen sie weiter zu ihrem nächsten Projekt. Dieses Phänomen trifft übrigens auch auf karmische Verbindungen zu. Nur leider hinterlassen diese manchmal auch einen bitteren Nachgeschmack, selbst wenn ihre Lektion ausgesprochen hilfreich und pädagogisch wertvoll war. Es zahlt sich trotzdem aus, auch hier bewusst Dankbarkeit zu praktizieren und diese Leistung für unsere Entwicklung anzuerkennen. Es ist schließlich kein Mythos, dass der Mensch die besten Erkenntnisse immer auf die harte Tour lernen muss. Nummer 5. Sie wird dir helfen, dich selbst besser zu verstehen. Seelenverbindungen machen uns nicht nur zu einer besseren Version von uns selbst. Sie helfen uns auch, uns besser zu verstehen. Wir hinterfragen die Beweggründe für unsere Handlungen viel zu selten. Wir sind zwar kritisch, aber häufig lieber anderen gegenüber als bei uns selbst. Eine Seelenverbindung erdet uns und regelt unsere Prioritäten neu. Sie zeigt die Schwachstellen verlässlich auf, erinnert uns gleichzeitig aber auch an unsere Stärken. Es fühlt sich beinahe so an, als ob wir die Teile nachgeliefert bekommen, die uns immer ein bisschen gefehlt haben. Manche dieser Menschen halten uns einen Spiegel vor, wieder andere zeigen uns Verbesserungspotenzial. Einige lehren uns durch Vorbildwirkung, wieder andere demonstrieren eindrucksvoll, wie man es lieber nicht machen sollte. Ein Aha-Erlebnis, was das wertvolle Gut der Selbsterkenntnis betrifft, bescheren uns unsere Seelenverwandten in jedem Fall. Eine Seelenverbindung hat viele Namen. Nicht nur ihre Erscheinungsform kann vielfältig sein. Eine Seelenverbindung hat auch viele Namen. Wir können sie als Freunde, Lebensmenschen, Mentoren oder Schutzengel bezeichnen. Sie sind unser Fels in der Brandung und unsere Zuflucht, wenn wir mit unserem Wissen am Ende sind und an unsere Grenzen stoßen. Sie tadeln uns nicht, bewerten uns und unser Tun nicht und würden immer für uns einstehen. Ihre Loyalität und ihre Zuneigung für uns sind unerschütterlich. Ehren können wir sie, indem wir ihnen nacheifern und selbst zu einer Seelenverbindung für einen Menschen werden, der unseren Beistand und unsere Rückendeckung im Moment besonders gut gebrauchen kann. Wenn wir im Leben reich beschenkt worden sind, ist es unsere einzige Pflicht, etwas davon zurückzugeben. Auf diesem Gleichgewicht von Geben und Nehmen basiert unser Schicksal. Wenn dir unser heutiger Podcast gefallen hat, dann gib uns gerne einen Daumen nach oben. Um keine neuen Beiträge mehr zu verpassen, abonniere unseren Kanal Spirituelle Welt und aktiviere die kleine Glocke. Es kostet dich nichts und wir würden uns sehr darüber freuen. Vielen Dank und bis bald!